Wir stehen am Starting Grid und zwar vom großen Preis, nein, nicht vom großen Preis, vom Preseason Testing von Malaysia, von unserer neuen Serie oder von der weiterlaufenden Serie für die Saison 2018 der Silver Racing Formula X. Anwesend sind, bitte nicht reden, einmal der Fabian, den kennt ihr ja schon, für Manor Racing, der CJ für McLaren und ganz überraschend, jawohl, wir haben ein neues Glied in der Kette. Wir haben Chris Kollos. das war sehr ungünstig gewählt von der Wortwahl, habt ihr recht. Chris Kollos für Sauber. Hi, Chris. Hi. Hello, Christopher. Ja, das kennen wir auch schon für Renault. Wir haben genau, das Preseason-Testing soweit gefahren bis zu dieser Stelle. Wir haben das Qualifying gefahren. Es gibt ein neues Qualifying-Format. Wir sind in der letzten Saison im Blitz-Qualifying gefahren. Jetzt haben wir richtige Qualifyings. Dementsprechend sind die Strategien natürlich jetzt alle ein bisschen anders. Und deswegen würde ich sagen, seid ihr bereit, das Rennen zu starten? Jawohl! Jawohl! Yay! Gut, dann drückt mal Start Race und dann kommt als erstes die Formationsrunde. Yeah! Der Stroll ist vor mir. Und der Grosjean und der Magnus. Die Zukunft! Die Zukunft! Was denn die Zukunft? So, wenn ihr mich kurz was erklären lasst für die Zuschauer. Genau, Preseason Testing heißt also nur, dass wir einfach nur ein bisschen testen. Das heißt, hier werden keine Punkte zusammengezählt oder sonst was. Wir haben auch schon einige Bugs an unserer Mod festgestellt. Eine seht ihr bei mir zum Beispiel bei meinem Fahreranzug. Zumindest da so die Knie, ab den Knien nach unten seht ihr, da ist irgendwie total der Grafik-Bug. Das werden wir aber, denke ich, noch gefixt haben bis zum großen Preis von Australien, aber das ist ja eh noch eine Woche hin danach. Von daher, ja, bringen wir alles schon hin. Das ist halt immer das mit dem Modden. Genau, die Fahrzeuge sind alle größtenteils natürlich von die Formel 1 2018 quasi als Mod. In Formel 1 2016, es gibt nur ganz wenige Inhalte von unserer Mod, wie zum Beispiel Car Skins auf Race Department. Dafür gibt es zum Beispiel eben den Renault Skin auf Race Department und auch Haas. Nur so als zwei kleinere Beispiele. Wer also für 2018 ein bisschen mehr Zeug haben will, können wir gerne ein paar Sachen hochladen. Allerdings werden wir die Mod selber, so wie sie ist, natürlich nicht hochladen, weil sie natürlich auf unsere Serie angepasst ist. Und in der geht es ja darum, dass sich die Teams auch weiterentwickeln. Und dementsprechend ist die Entwicklung ein bisschen anders, als wie in der echten Formel 1 2018. Bottas haut eine Vollbremsung rein, Alter, der Hurensohn. Kriegt erstmal Wichse ins Gesicht. Nein. Aber trotzdem, eine Wichse Vollbremsung, Alter. Sorry. Arsch, ja, Gesicht. Bei mir leckt's gerade ziemlich. Gefällt mir gerade gar nicht. Okay. Da stehen schon welche am Start. Ja, ich hab doch gerade gesagt, ich bin in jemanden reingefahren. Ah, okay. Deswegen kriegt ihr auch Bottas Wichs ins Gesicht. Oh, der übernimmt komisch. Gut, ich wünsche euch viel Erfolg für den Start, viel Glück für den Start vor allem, auch unserem Neuzugänger. Unserem Neuzugänger exklusiv. Und hoffentlich, meine Buis. Hoffentlich verlauft alles. Verlauft, alles nach Plan. Ja. Immer diese Aushänger, die kein Deutsch können. Ja. Du nimmst meine unsere Boys. Jobs weg. Alle. Alle gleichzeitig. Ich natze euch alle weg. Okay, Ferrari hat sich weggedreht und ein Mercedes auch gleich mit. Hamilton ist mir hinten drauf gefahren. Ja, Hamilton hat sich dann in Vettel reingedreht. Was ist hier los? Lol, ich bin direkt mal auf Platz 5 gekommen. Ich bin auf 2. Von Platz 12 auf Platz 5 in einer Kurve. Und jetzt Platz 3. Ja, totales Chaos zum Start, das war aber zu erwarten. Das ist in Malaysia eigentlich normal. Das stimmt. Gerade in dieser Serpentine am Anfang. Alter, das leckt, das ist echt nicht mehr schön. Boah, ja, bei mir jetzt aber auch irgendwie. Ok,
Keine Ahnung, es leckt nicht, aber irgendwie die Steuerung fühlt sich eigenartig an, ne? So als ob der Controller irgendwie hinterherhaken würde. Ja. Nach jeder Kurve irgendwie so, manchmal lenkt er dann plötzlich wieder gerade und dann wieder nach links und dann wieder gerade. Ja. Total eigenartig. Hättest du die Kurve versucht, Sie, ne? Das wäre richtig ekelhaft gewesen. Keep current. Genau, wir haben ein neues Qualifying-Format. Wir sind ja bis jetzt immer nur Blitz-Qualifyings gefahren. Leider. Und es wurde jetzt ja durch die, wir stimmen ja jede Saison neu ab über die Regeln. Es wurde jetzt eben ein kurzes Qualifying von 18 Minuten. Kurz. Dadurch wird natürlich auch die ganze Rennstrategie beeinflusst. Weil man natürlich die Reifen im Qualifying dort mehr abnutzt, als wenn man nur eine Runde fährt. Dankeschön, aber... Man muss ja die Reifen aus dem Qualifying, wenn man in der Top 10 gelandet ist, ja auch... Ja, danke Kimi, du Spast. Was ist denn los mit dir, Mensch? Ja, der ist schon so alt. Ja, trotzdem braucht er mich nicht einfach von der Strecke schieben. Oh, da muss er erstmal überwiesen werden. Kriegt erstmal Wichse ins Gesicht nach dem Rennen. Alter, was steht er hier doof auf der Strecke rum, ey? Ah, der stand von mir rum. Beziehungsweise er hat mich gedreht, hat sich selber mitgedreht, der Depp. Er steht hier immer noch rum. Ja, hat auch verdient. Ja, der genießt ein bisschen die Aussicht. Ja, genau. Der ist schon alt, der braucht eine kleine Pause. Wahrscheinlich kriegt er gerade Rückenprobleme und den muss er erst kurz beheben. Ja. Kommt so ein Chiropraktiker aufs Feld gerannt. Renkt ihm erstmal den Rücken wieder ein. Alle haben so Carbon-Sitze, er hat einfach so einen Schaumstoffsessel da drin. Komm schon, Verholländer. Ich hau dich weg. Der fliegende Holländer? Ja. Oh, ich bin der fliegende. Wir holen ihn gleich, den fliegenden Holländer. Dann hat er sich ausgeflogen. Ausgefliegt. Ausgefliegt, genau. So. Tschüss. Vorbei an dir. Amsen Nakoidum. Amanakoim. Amana, ich bin an dir vorbeigeflogen. Oh Mann. Ja, das, was ihr jetzt gerade bei mir gesehen habt, auch gut. Meine Boxencrew, ich komme an, gelb. Gerade, wo sie mir die Reifen wechseln, schwarz. Schlagartig. Das ist halt eben das mit den Mipmaps, weil ich vergessen habe, den Jungs die Mipmaps zu schicken. Ich habe den Medium-Mod neu installiert. Dementsprechend habe ich oft wieder die Mipmaps vergessen und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, was draus geworden ist. Das, was ihr gerade gesehen habt. Und den Lex hören partout nicht auf, das ist gerade echt heftig, Mann. Ja, wenn man schneller ist, ne, dann merkt man das übel. Bei mir leckt halt wirklich das Bild, also es ist nicht unbedingt die Steuerung, mehr das Bild tatsächlich. Ja, das Bild, ja, geht irgendwie. Bei mir, es leckt halt nicht wirklich bei mir, sondern, aber man merkt es halt irgendwie, dass es hinterher hat. Ja. Jetzt ist dieser blöde Wichskopf da und hat mich meine Fresse. Jetzt komme ich schon wieder nicht auf die Strecke zurück. Jetzt hänge ich irgendwo auf dem Sand rum. Ja, Overtaking, leck mich aber auf, Overtaking, ey. Umunuku. Alles wird gut. Solange du hat willst. Sich grad nicht so. Solange du wild bist, ja, ich hab grad 7 Plätze verloren oder so. Man muss dazu sagen, Chris hat jetzt nicht so viel praktische Erfahrung mit Formel 1. Ah, es wird mit der Zeit besser. Ja, aber es ist im Prinzip eine Übung. Aber es ist natürlich schon. Ne? Ja, es ist halt. Besonders, ey, das ist so geil. Das ist geil, ja? Jawohl! Oh, was ein Boxenstopp. Da kriegt ihr erstmal einen Lollipop von mir geschenkt. Ja, meiner war. Was hast du für einen Stopp gehabt? 2,3 irgendwas. Ja, ich hatte 2,2. Interessiert aber keinen, was du hattest. Ja.
Du fährst nämlich McLaren, das interessiert ja keinen. Warwick haut mal die schnellste Runde Warwick raus, hier, Rodkin, das war knapp, du. War wie zu dem CK. Was? War wie zu dem CK. War wie zu dem CK. Tom, ich kann nicht Verstappen zu überholen, weil es so leckt. Ihr könnt's ge- oh, mein, oh, leckt der nach vorne, ach du Scheiße. So ein Pirat, der kotzen muss. Hallo. So, Gasly vergast mich gerade schon wieder. Ist das VW oder was? Ja, natürlich. Man sieht da einfach nur so eine Staubwolke hinter denen. Jeder, der dahinter ist, Aber gut, wären die in der Formel 1, dann könnten sie sich die Affen sparen, die den CO2 Oh mein CO2 Gott, Schockmoment! Hast du es mitbekommen, den riesen Todesleck, ey? Ja. Bottas war gerade vor mir und ich wollte gerade ganz nah an den Rand fahren, um im letzten Moment auszuscheren und vorbeizufahren. Und plötzlich leckt es halt total. Nein! Oh. Hä, wieso leckt es bei euch allen die ganze Zeit? Bei mir gar nicht. Nee, bei mir geht's, aber nur gerade dieser eine heftige Todesleck, der ja, war ja. Bei mir war da gar nichts. Ja, bestimmt wegen Ecosoft. Ja, genau. Beste Firma überhaupt. Ich habe die Internetzusatzversicherung nicht abgeschlossen, ja, genau, deswegen kriegt ihr kein Internet mehr. So, Gasly habe ich überholt, jetzt ist Hartley vor mir. Auf welchen Plätzen seid ihr denn gerade so? Drei. Ja, drei. Ja, Platz drei. Plätze? Achso, 22. Achso. Bob? Einer fehlt noch. Was denn? Platz. Achso, sieben. Sieben! 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 Da kommen wieder die Insider von der vorherigen Saison. Ja. So, Gasly, lass du mich vorbei. Nein. Doch. Aber ganz smooth. Los hier, ey. Bin hier echt komplett alleine. Keiner vor mir, keiner hinter mir. Ist echt angenehm. Irgendwo im Niemandsland. Der fährt so durch die Wüste, Alter. Er ist so irgendwo. Macht eine Spazierfahrt über die Strecke. Er ist irgendwie. Ist allein auf der Strecke. Der ist so weit zurückgefahren, dass er schon in einem anderen Spiel jetzt ist, Junge. Ah, nicht Collis allein zu Hause, sondern Collis allein auf der genau. Strecke. Ich kann nicht. Ja, dann ist es halt. Ich kann nicht. Ja, ich glaube, seine Mutter hat gerade gerufen. Scheiße, McDonalds essen, dass es jetzt kommen muss. Finn belagert die Straße. Aus welchem Material ist die Straße? Jetzt könnte ich aber ziemlich ekelhaftes sagen, was du hier. Was denn? Da würde ich mich sogar selber angegriffen fühlen, wenn ich das sagen würde. Ja, dann. Also, wenn du mir versprichst, dass du dich nicht angegriffen fühlst und dass du auch weißt, dass es nur ein Witz ist. Dann hätte ich jetzt ja, gesagt, wenn du mir das jetzt schon so sagst, dann weiß ich, dass es ein Witz ist. Dann, ich wollte dir nicht gerade sagen, wenigstens kann ich meine Mutter noch fragen, aus welchem Material die Straße ist. Oh! Der ist böse! Der ist wirklich böse, ey! Also, wie gesagt, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass du am Ende das jetzt nicht so 500 Mal angekündigt hättest. Oh! Alter! Hinter mir. Er fickt einfach komplett mein Leben, Mann. Alter, ich sehe nichts mehr vor lauter Tränen. Ah, Leclerc hält mich auf, Digga. Oh, Scheiße. Oh, shit. Oh, shit. Alter, es war böse. Das gibt ganz böses Karma. Ja. Ja, gibt es. Alter, Fabian, wir werden so in der Hölle brennen. Oh, Leute, was macht der denn? Ihr werdet so in der Hölle schmoren, meine Freunde. Ihr werdet so in der Hölle schmoren. Naja, dann, okay, jetzt könnte ich schon wieder was sehen. Oh, Mann. Dann kann ich mich wenigstens bei ihr entschuldigen. Oh.
Manor, Mann. Alter! Scheiße! Wie gesagt, alles nur witzi witzi bum bum bum. Witzi witzi bum bum bum, ja, okay. Meine ich nur teilweise ernst. No. Ich wollte auf die Box und nirgendwo die Pampa fahren. Ja, zuerst, ich dachte zuerst, er sagt Witzel, Witzel, Fritzel, aber. Pommes, Fritzel? Ne, man muss ja auch irgendwann eine Line ziehen, ne? Hey. Ja, eine Friedensline. Eine Friedensline? Eine Friedenshüterin-Line? Ja. Von der Line. Eine Friedenshüter von der Line. Von der will ich mir keine Waffe leihen. Alter, mein Fuß, ey. Har, har, har. Alter. Alles okay bei dir, Carlos? Weil du irgendwas mit Fuß meinst? Nee, alles gut. Hab dein Fußpilz zugeschlagen. Ich muss mal eben in die Box wegen dem Fußpilz. Alter. Hat angefangen zu stinken in der Box hier. Socken wechseln. Er ist so in der Box. Was ist denn das für ein Sauhaufen? Ach, sorry. Hast du ihn jetzt reingetreten oder was? Von diesen Fixköpfen, was soll denn das? Das war ich, Alter. Oh, sorry, Kolossi, ich hab dich gerade ein bisschen berührt, oder? Ihr seid doch nicht mehr. Das ist total unfair. Man bekommt ja gar nicht mit, was bei euch da hinten so abgeht. Ich weiß nicht, ich komm aus der Box raus. Erstmal fahr ich dann heraus und bam, fährt mich da einer an, der Kiese. Als ich mich gerade so gefangen hab, wieder fährt mich der Orange da an. Alter, Carlos ist halt einfach ohne zu schauen auf die Strecke wieder zu straight rein und ich komm da an und sie wird wieder raus. Was ist denn das für ein bisschen Arsch? Dankeschön. Carlos kommt aus der Box raus und wird instant wieder gefickt. Bestes erstes Rennen aller Zeit. Und wie ihm auch noch die Fahrer reinfahren, nicht die KI, Alter. Ich werde die ganze Zeit mit dem Küste. Mo, als erstes bin ich ihm reingefahren und dann kam CJ. Alter, ich seh nichts mehr, du Bauchschmerzen vor Lachen. Alter, was war das denn schon wieder? Alter. Oh, ich freue mich so, Colors Video zu sehen, Anna. Alter, ich dreh so am Rad, ne, Alter. Ne, das geht echt gar nicht mehr, diese scheiß verwichsten Wichser. Alter, was soll das schon wieder? Was ist denn da los, Mann? Wer hat denn die... Alter, ich werd wahnsinnig, ne? Ich kann nicht mehr. Es hört aber auch nicht auf, ne? Ich kann nicht mehr. Mann, ich hab Bauchschmerzen und ich sehe nichts mehr von lauter Tränen. Was ist diese blaue Flagge? Verstehe ich nicht. Blaue Flagge heißt, du musst andere, die hinter dir sind und schneller sind, überholen lassen. Du bist überrundet und musst sie vorbeilassen. Ich soll so vorbeifahren. Soll ich dann langsamer werden oder was? Ja. Am besten. Ja gut, zu verlieren habe ich nichts mehr. Colossus macht jetzt direkt den Boxenstopp-Rekord. 70.000 Boxenstopps in einem Rennen. Ja. Er bricht meinen Rekord einfach. Wer ist aber drin? Ja, der Rekord ist ja 4, glaube ich, ne? Bei uns meinst du? Ja. Keine Ahnung. Oh, ich sehe nichts mehr, Scheiße. Blaue Flagge, ey. Komm, fahren wir vorbei. Just do it! Ja, Vettel, du dumme Sau. Das geht! Hat er dich jetzt auch nochmal gerammt? Nein, er hat mich überrundet. Er ist Platz 20 und hat mich überrundet. Oh. Ich bin so am Sack, ey. Was heißt das hier? 1,31. Nee. Ich krieg ständig overtaking. Alter, Mann, was? Ich komm echt nicht mehr rein hier heute, ne? Oh Mann! Das ist ja mal ein chaotisches Rennen, Leute. Meine Fresse. Übel. Aber ich muss sagen, als CJ und ich zum ersten Mal Rennen gefahren sind, sind wir öfters rausgeflogen. Colossus ist noch nicht rausgeflogen. Ja, das ist bei ihm lassen. Ich lebe noch, ne? Oh.
Aber ich bräuchte mal eine Gerade, ich muss meine Augen auswischen, kann ich sehen nichts mehr. Muss du Scheibenwischer dran machen? Scheibenwischer muss er anschalten. Ja, genau. Alter, ein Augenscheibenwischer. Ja. Oh, da ist es vorbei. Ich hätte es nicht ansprechen sollen. Ich weiß nicht, wer mir da gerade reingerammt ist. Oh, das schade. War ein Orangener. Ich will es nicht ficken. Das war der Teamkollege oder CJ. Ich war's nicht. Dann war's Alonso. Lol. Alonso hast du nicht gut gemacht, mein Boy. Fuck, ey. Bist nicht mehr mein Boy. Doch. Alles gut. Ich weiß ja nicht, was vorgefallen ist. Virtualo Safety Caro. Virtualo Safety Carlo. Safety Carlo. Oh Mann. Wie nennt man einen Spanier ohne Auto? Carlos. Ja. Hast du schon mal Stevie Wonders Frau gesehen? Nee. Er auch nicht. Oh! Check ich nicht, Alter! Digga! When you see CJ's Mom, Ghostbusters! Die Ghostbusters! Ich presse jetzt, das wird unlustig. Jetzt wird's unlustig. Ist nicht schlimm. Lol, die waren alle in der Box. Digga. Ja, wahrscheinlich dachten sie sich, sie nutzen das virtuelle Safety Car dafür aus. Mhm. Aber. Das lohnt sich nicht mehr wirklich. Virtuell ist dumm. Vor allem auf der Strecke nicht, weil du darfst es nicht vergessen. Wir haben jetzt hier eine Strecke, wo du über 1,5 Minuten brauchst pro Runde. Da macht's nicht wirklich viel Sinn, finde ich. Auf kurzen Strecken vielleicht eher, aber. Weil dann schnell wieder aufschließt und so, aber das war's dann auch. Ich habe jetzt halt knapp 10 Sekunden auf Hamilton Abstand vor ihm. Also ich bin vor ihm. Habe ich schon verstanden. Das habe ich schon verstanden, weil ich bin Erster, Fabian ist Zweiter, CJ ist Dritter. Ach so, ja gut. Das ist, glaube ich, das erste Mal wieder mal seit Ewigkeiten, dass wir das drei so hintereinander fahren. Das wäre doch ein geiles Podium. Das stimmt. Aber hey, wir haben eine Zuschauerkamera. Stimmt, mit Colors. Mhm. Ja. Kann halt mal ein bisschen jetzt hier so voll moderieren und so ein Shit machen. Colors, moderier mal ein bisschen das Rennen. Genau. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich sehe nur. Ja, sag einfach irgendeine Scheiße, das passt dann schon. Das machen die Moderatoren im Rennen auch immer. Und da fährt er in die Kurve. Genau. Und geradeaus und eine komische Kurve. Und fährt geradeaus. Und jetzt fährt er wieder geradeaus. Na, am besten sagst du noch, wenn du zuschaust. No. Achso. Kannst du auch mal durchs Feld skippen und so. Das ist ganz gechillt irgendwie, sieht das aus, wenn ich ihm so zugucke. Total chillig, ey. Ja. Das war ich auch gerade. Mal nebenbei Super Mario. Ja, genau. Weit und breit kein Gegner, ne? Der nächste ist Fabian auf dem zweiten Platz und auf den habe ich irgendwie 20 Sekunden Abstand oder so. Ja, super. Ja gut, ich habe jetzt 21,8. 2 Runden noch. 8 Sekunden auf Fupp habe ich. Fupp. Da wird nicht mehr viel passieren. Außer wir machen einen Unfall. Wow, außer ich fahre so behindert wie gerade eben. Fahrer des Tages auf jeden Fall Koloss. Wie bitte? Fahrer des Tages auf jeden Fall Koloss. Ja. Alter, da ist echt gar keiner in der Nähe von Maul, aber alleine über die Strecke fährt. Damit kennst du dich ja aus. Alter. Der Fahrer ist echt savage hier. Sauvage. Savage. Er ist böse, böse. Das Böse! Ja. Ich wollte auch gesagt, das Böse! Ah. SpongeBob. Beste Serie aller Zeiten. Ja. Ja. Ich glaube, ich wünsche mir zu meinem Geburtstag alle Staffeln.
Lol. Und ein Auto. Aber am wichtigsten ist SpongeBob. Ich glaube, wenn ich ein Auto habe, dann mache ich da so eine SpongeBob-Folie drüber. Ja, Alter. Nein, ich mache das. Ich mache das so eine. Ja, lieber, da hätte ich lieber Dragon Ball, ganz ehrlich. Ich mache da eine. Er holt sich einen gelben Mercedes G-Klasse. Und den macht er dann zu SpongeBob. Weil er ist ja auch so kastenförmig, weißt du? Hallo, Mercedes S-Klasse für SpongeBob. Mit dieser S-Klasse-Folie, wo der so tausendmal aufeinander drauf ist, so, ne? Ganzes Auto voll mit SpongeBob, ey. Die Leute und ihre Supreme-Folien da, Alter, ich mach eine SpongeBob-Folie drüber. Ich hol mir so Aigau irgendwas oder so. Was ist los? Ich zeig dir nachher so Bilder. Oh nein, bitte nicht. Also mein Wunschauto. Mein Wunschauto ist ja tatsächlich nach wie vor ein Volkswagen T2 in Blau. Und dann hinten auf der Seite, da wo die Ladefläche ist, innen drin, außen drauf dann dieses Walltech-Logo. Ja. Oh, das wäre cool. Ich glaube, ich mach das Fab-Logo auf meine Motorhaube. Dann denken alle bestimmt, dass ich zu irgendeinem Kult gehöre, weil das Ding aussieht wie so ein. Ja, genau. Er gehört zum Pop-Pop-Kult. Ich bin der Leiter, Junge. Lass mich Pop-Pop auf den Arsch gehen, ey. Ja? Nix, alles gut. Wiederhole das, du dein Meister. Was? Wiederhole es. Nee. Ja, dann bist du gleich Meister, weg. Digga, was ist denn? Zieh dir bezweifelst du, dass ich der Meister bin. Und Kolos Meister. Also Fabian fährt ja gerade vor der CJ, deswegen... Eben. Wer ist dein Daddy? Möglicherweise. Ich bin auch hinter ihm gestartet, mein Freund. Ja, und du hättest ja überholen können. Wer ist dein Daddy? Wer ist dein Daddy? Schau mal, mal. Du Lord Daddy, Alter. Oh mein Gott, Alter, ich hasse es so sehr. Was meine denn? Eltern haben mir gerade einfach das Essen hier hingelegt. Es riecht so McDonald's, nicht mich. Nicht mich. Du weißt, du willst es. Du willst es jetzt. Es riecht so inkredibel. Mein Gehirn sagt die ganze Zeit, Do it. Chicken Burger oder ist das ein Big Mac? Also ein Long Chicken und ein Crispy Chicken. Geil. Mit Pommes? Nö, Pommes wage ich nicht. Ich kann Pommes irgendwie nicht ab. Aber das gehört auch dazu, weil die so gammelig bei uns sind. Bielefeld, Quatsch, in Köln beim Mac ist beim... Ich fahre jetzt in die finale Kurve und komme einmal außen rum. Und mit diesen Worten, glaube ich, kann ich abschließen, denn der Grand Prix... Ja, warum ist kein richtiger Grand Prix. Preseason Testing ist gewonnen. Tag. Auf einmal explodiert der Motor so und du wirst disqualifiziert. Weil du rote Haare hast. Dann wirst du am Scheiterhaufen verbrennen. Du Hexe. Wer? Ja. Ja. Da kommt schon Fabian auf die Zielgerade. Darf ich und es ist Zweiter, das gibt's ja nicht. Meine Haare haben einfach die Farbe von dem Auto von vor. Ja, was? Meine Haare haben etwa die Farbe von dem Auto von vor. So soll das sein. Lol. Ja. So soll das sein. So ein dunkles Türkis habe ich. Das gehört sich so, wenn da Kultmenschen dabei sind. Ibims, ein Zufriedensmensch. Ja, meine Freunde, das war auf jeden Fall das Preseason-Testing. Wir werden nachher gleich noch ein Interview dazu führen. Ja, bis dann. Dafür habe ich die schnellere Zeit gefahren. Meine Güte, seid ihr zwei Zicken. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss. Yeah.